Jo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute will ich euch zeigen, die drei Glitches, die ihr komplett solo in GTA Online nachmachen könnt. Wir fangen gleich auch direkt mit dem ersten Glitch in diesem Video an. Aber bevor wir das machen, könnt ihr mir gerne ein Like und ein nettes Kommentar schreiben, wenn ich mehr Videos zu diesen ganzen Glitches hochladen soll. Wir fangen aber auch direkt an. Das ist der erste Glitch und dazu begeben wir uns einfach zu dieser Position auf der Map. Wenn wir denn hier angekommen sind, sollten wir hier auch auf diesem Dach stehen. Und bei diesem Dach sehen wir einfach so einen kleinen Eingang mit einer Tür. Und wie wir da rein können, zeige ich euch das Ganze jetzt. Wir gehen hier einfach einmal links dran vorbei. Und wir laufen einmal bis zum Ende durch. Und am Ende sollten wir sehen, unser Charakter läuft automatisch in dieses kleine Gebäude rein. Und das Coole daran ist, wir können natürlich ganz einfach die Polizei hier drinnen loswerden und einfach rausschießen. Ihr seht es auch gerade im Hintergrund, wir können rausschießen, aber von draußen nicht getroffen werden. Also wir sind praktisch komplett gepanzert hier drinnen. Und ja, das ist schon gewesen sein. Wie ihr rauskommt, ist natürlich genau an derselben Stelle hier einfach einmal rauslaufen oder euch selber in die Luft sprengen. Aber das Ganze könnt ihr so lange wie ihr wollt ausnutzen, hier rausschießen wie gesagt, und ihr kriegt keinen Schaden hier drin. Ich würde sagen, wir sehen uns direkt beim zweiten Glitch. Für den zweiten Glitch brauchen wir einmal den Deluxo. Da steigen wir jetzt einfach einmal ein. So, wir steigen einfach einmal in unseren Deluxo ein. Das Auto könnt ihr euch auf der Internetseite Warstock kaufen. Da gehen wir einfach einmal rauf. Und können uns hier einfach mal den Deluxo kaufen. Ihr seht es auch gerade im Hintergrund hier, der Deluxo für 3,5 Millionen. Den kaufen wir uns einmal, setzen uns dann in unseren Deluxo rein, drücken dann einmal die X-Taste, dass er in den Flugmodus kommt und begeben uns jetzt zu derselben Stelle, die ich euch gerade im Hintergrund zeige. Also die Stelle ist genau hier. Hier ist eine Brücke vor uns, die brauchen wir gleich noch für den Glitch und einfach hier einmal in den Kanal rein. So, wenn wir denn hier angekommen sind, ihr seht es auch gerade im Hintergrund, fliegen wir jetzt einfach mit unserem Deluxo einmal unter die Brücke. Ihr guckt jetzt am besten genau zu, dann können wir auch schon in die Brücke reinfliegen. Wir fliegen hier einfach mal kurz hin, geben dann noch weiter Gas, um in die Brücke reinzukommen. Es kann ein paar Versuche brauchen, ihr seht es auch gerade, aber wenn wir hier so seitlich reinfliegen, sollten wir schon sehen, wir können mit unserem Deluxo in die Brücke reinfliegen. Wir können natürlich auch noch schießen, um uns selber umzubringen, um dann wieder rauszukommen. Aber wenn ihr da drinnen noch länger chillen wollt und wieder eure Freunde trollen wollt, könnt ihr da drinnen einfach so lange bleiben, wie ihr wollt. Wie gesagt, ihr seid dann einfach in dieser Brücke drinnen und könnt da mit eurem Deluxo chillen. Und ja, wenn ihr rauskommen wollt, springt ihr euch einfach selber in die Luft. Und ich würde sagen, wir sehen uns auch schon gleich beim dritten Glitch. So, für den dritten und für den letzten Glitch in diesem Video brauchen wir einfach einmal den Toreado. Ich zeige es euch auch gerade nochmal, wenn wir in den Toreado einsteigen. Ihr seht unten rechts den Namen, Pegassi Toreado. Dieses Fahrzeug brauchen wir einmal für den letzten Glitch. Und dazu begeben wir uns zu derselben Stelle, die ich gerade im Hintergrund zeige. Das ist hier einmal der Strand. Und jetzt stellen wir unser Fahrzeug genauso hin, wie ich das gerade gemacht habe. Also mit der Rückseite zum Wasser. Wenn wir unser Fahrzeug denn hier stehen haben, öffnen wir jetzt einmal die Tür und laufen dann wieder weg, sodass die Tür offen bleibt. Einmal die Tür öffnen und weglaufen. Wenn wir das gemacht haben und die Tür offen ist, holen wir einmal unseren Automatisierer raus, zielen genau auf die Tür und drücken jetzt einfach einmal ab, sodass die Tür weggesprengt wird und unser Auto wieder auf den Rädern landet. Wenn die Tür dann weggesprengt wurde, fahren wir einfach einmal rückwärts in das Wasser rein. Und sobald wir die Meldung bekommen, dass unser Fahrzeug kaputt ist, boosten wir aus dem Wasser raus. Ihr seht es auch gerade. Wir fahren einfach einmal rein, kriegen die Meldung, unser persönliches Fahrzeug wurde zerstört und boosten jetzt raus. Wir können auch immer noch weiterfahren. Und um dieses Fahrzeug jetzt zu duplizieren, das ist nämlich der nächste Glitch in diesem Video, fordern wir einfach unser Fahrzeug nochmal an. Also wir rufen Maus Mütü an und fordern unser kostenloses Fahrzeug jetzt nochmal an. Und ich würde sagen, wir sehen uns, wenn ich bei meinem duplizierten Fahrzeug angekommen bin. Hier vorne steht auch schon unser dupliziertes Fahrzeug. Wenn wir hier denn angekommen sind, sollten wir schon sehen, unser Fahrzeug hat sich dupliziert. Wenn wir jetzt aus dem Fahrzeug aussteigen können, sollten wir auch schon sehen, wir können in unser persönliches Fahrzeug wieder einsteigen. Das hat jetzt auch wieder Waffen und alles. Und so duplizieren wir uns diesen Toreado.
Das soll es gewesen sein für den letzten Glitch, die beiden Autos. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat und ihr die Glitches feiert, die ich hochlade, lasst mir gerne ein nettes Kommentar da. Wir sehen uns beim nächsten Video in ein paar Tagen. Haut da rein. Ciao.